Ja, wie gesagt, ja, mein Name ist Joachim Ortmanns. Ich begrüße auch im Namen der Filmakademie. Das ist jetzt die, ich muss mal gerade gucken, die sechste Kooperation zwischen Filmakademie und Filmfestival Cologne, die sogenannte Masterclass, beziehungsweise das Werkstattgespräch. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Susanne Ritter hier als Gast haben. Ich glaube auch, das wird sehr spannend. Und bevor wir aber anfangen, bevor wir einsteigen, würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, was Johannes schon angedeutet hat, dass wir eben hier sozusagen in den Jahren und auch in Zukunft uns mit den Gewerken beschäftigen, die im Film präsent sind. Und dass, bevor ich dazu komme, ich auch noch kurz sagen möchte, was wir ansonsten machen in NRW als Filmakademie. Es gibt einen Stammtisch, der regelmäßig stattfindet. Und es gibt, ich weiß nicht, wer da schon mal von gehört hat, eine Veranstaltung, die heißt Mein Film, wo Prominente einen Lieblingsfilm vorstellen können und anschließend sich mit dem Publikum darüber austauschen. Das war unter anderem hier in Köln Wolfgang Niedecken. Diese beiden, ich sag mal, Veranstaltungsformate, die leiden so ein bisschen unter Corona natürlich, wie alles, dass man da irgendwie nur begrenzt planen kann. Aber wenn ihr mal oder Sie davon hören, dass es wieder eine Mein-Film-Veranstaltung gibt, gerne natürlich kommen. Ja, bedanken möchte ich mich bei Hanna Ackermann, die hat das von der Filmakademie im Hintergrund organisiert, natürlich beim Team hier des Festivals um Johannes Hensen herum. Und ich wollte auch noch mal Anne Lippin begrüßen von der Deutschen Filmakademie. Vorne, ganz vorne rechts von euch aus gesehen. Die diese Woche zum zweiten Mal in Köln ist. Ich weiß nicht, irgendwie ist da so eine Bewegung von Berlin nach Köln zugange. Aber umso besser. Ja, also der Johannes hat es schon eben erwähnt. Wir hatten bisher, ich sage es mal ganz kurz, damit vielleicht auch das für euch interessant ist, wir hatten bisher das Szenenbild, damit haben wir angefangen vor einigen Jahren. Wir hatten dann Tondesign, Sounddesign, wir hatten VFX hier als Werkstattgespräch, wir hatten Maskenbild, wir hatten Schauspiel letztes Jahr mit Uli Mattes und heute eben Susanne Ritter mit dem Thema Casting. Johannes hat es eben schon erwähnt, sie ist auch beteiligt an dem Film Der Russe ist einer, der Birken liebt. Wer hat den Film gesehen? Ah, fast alle. Sehr gut. Da können wir natürlich noch mal drauf eingehen nachher. Und ich sage noch mal kurz, ihr habt es im Abspann gesehen, aber ich denke, es ist noch mal wichtig zu sagen, von der Kölner Augenschein produziert Drehbuch Burkhard Wunderlich und Olga Krasnoffer. Das ist ja auch wichtig, die Autoren zu nennen, die manchmal zu kurz kommen. Und die Regie Pola Beck und Kinostart, ganz wichtig. Also nach meinem Wissen 3.11., ich hoffe, das stimmt, 3.11. Kinostart, ja, im Verleih von Port-au-Prince. Aber wie gesagt, wir kommen später noch mal auch zu diesem Film. Und wir haben uns den Ablauf so vorgestellt, dass wir uns auch einige Filmausschnitte ansehen, also Trailer von Filmen, an denen Susanne mitgearbeitet hat, sodass wir erstmal so einen Überblick geben hier im Gespräch und natürlich dann öffnen auch für Ihre, für eure Fragen. Und wir haben so ungefähr eine Viertelstunde mit ein bisschen Zugabe, je nachdem, wie viele Fragen da sind. Und wir gehen aber, wie gesagt, einmal so einige Filmbeispiele und einige Themen durch. Vorab, bevor wir anfangen, einige Stichworte zu Susanne. Sie hat sehr, sehr viele Filme produziert, von Debüt, nicht produziert, ich sage jetzt schon produziert, gecastet. Ja, ich bin Produzent, sorry, deswegen bin ich natürlich da irgendwie normalerweise in einer anderen Welt unterwegs. Gecastet vom Debütfilm bis zu internationalen Co-Produktionen oder Produktionen wie Lars von Trier, Nymphomaniac oder eben wie hier im Festival gelaufen, Der Russe ist einer, der Birken liebt. Und aufgewachsen ist sie in Bremen, hat studiert Germanistik, Russisch, Französisch, Philosophie in Göttingen und Paris. Und stimmt? Ja, Schwein gehabt. Das ist immer das Schwierigste bei der ganzen Sache, wenn das schon schief geht. Und hat auch Produktionsleitung, Herstellungsleitung gemacht für Film- und Fernsehprojekte und auch an der Medienhochschule oder in einer Medienhochschule, ich vermute mal, das war die KHM, genau, hier in Köln, Herstellungsleitung gemacht. Das Büro Susanne Ritter Casting hat sie 2004 eröffnet. Und ich werde jetzt nicht die lange Liste der Filme vorlesen, dann sind wir hier noch eine Stunde beschäftigt, sondern das kann man natürlich auf der Homepage nachlesen. Und wichtig ist noch, sie ist 2013 mit dem Deutschen Castingpreis ausgezeichnet worden und aktuell ist sie nominiert für die Netflix-Serie King of Stones. Hat die jemand gesehen? Auch einige, kann man auch noch sehen, ne?
gehe ich mal von aus, von der BTF, Bild- und Tonfabrik hier in Köln produziert. Lead Director heißt das da offiziell auf der Homepage. Also da gab es mehrere Regisseurinnen. Lead Director, Jan Bonny, auch aus Köln. Und die Preisverleihung ist am 2.12. Ah, da habe ich mich jetzt, da habe ich jetzt, egal. Also 3.12. Und ich denke mal, wir drücken alle die Daumen, Susanne, dass die Nominierung auch ein Preis wird. Aber die Nominierung ist ja auch schon ein Preis. Ja, von daher ist das schon mal gut eingefallen. Ja, jetzt würde ich mit der ersten Frage beginnen. Du hast ja so einiges studiert. Eigentlich hättest du da einen ordentlichen Beruf draus machen können. Wie bist du denn dann zum Casting gekommen? Also erstmal vielen Dank für die Einladung an die Filmakademie, Anne Lepin und auch ans Filmfestival Cologne, Johannes Hensen. Und ich freue mich, dass auf der Wanderung durch die Gewerke, wie Johannes das vorhin gesagt hat, heute das Casting dran ist. Das finde ich ganz toll. Ja, studiert, da hätte ich natürlich was ganz anderes werden sollen eigentlich. Also Lehrerin konnte ich nicht werden wegen meiner Stimme, aber ich wollte eigentlich Lektorin in einem belletristischen Verlag werden, was natürlich eine Schwachsinnsidee war, weil da gibt es kaum Jobs und leben kann man davon auch nicht. Und dann habe ich an der Kunsthochschule gearbeitet und nach einer Weile habe ich aber gedacht, da muss jetzt irgendwie noch was anderes kommen und habe angefangen, ganz viel Filme zu gucken, Kinofilme, Fernsehfilme, hat wahnsinnig viel aufgenommen. Und habe dann richtig so eine Datenbank von, ich weiß nicht, 2000 Filmen oder so gehabt. Und also nur für den privaten Gebrauch natürlich. Und dann gab es eine Absolventin der Kunsthochschule, Almut Ghetto war das, die hat ihren ersten Film gemacht, Fickende Fische. Und da sind wir zusammengekommen und Maria Schwarz, die ich hier auch irgendwo gesehen habe, hat die Jugendlichen besetzt. Und von ihr habe ich dann bei meinem ersten Projekt, wo ich also die Erwachsenen besetzt habe, wirklich eine ganze Menge gelernt. Also danke nochmal, Maria. Und dieser Film ist wirklich sehr, sehr schön geworden und lustigerweise wird er nach wie vor öfters gezeigt. Und ja, das war so der Start. Dann folgten, ich glaube, 2-3 Tatorte. Dann hat die Road Movies Factory die ersten 4 digital produzierten Filme produziert. Die habe ich alle besetzt und so ging es dann ganz schön weiter. Hast du denn einen besonderen Schwerpunkt oder hast du, ich sag mal, Markenzeichen, Anführungszeichen, also würdest du dich als was bezeichnen, wo du speziell unterwegs bist? Also wenn man es jetzt so kategorieren sollte, würde ich sagen, dass ich eher so im Arthouse, Independent-Bereich unterwegs bin. Also ich habe fast ausschließlich Kino gemacht, auch einige Fernsehfilme und jetzt eben meine erste Serie. Aber ich würde mal sagen, also ich würde schon gerne weiter Kino machen, mal gucken. Ich hoffe, dass es das noch länger gibt, noch lange gibt. Ja, ja, dafür sind wir ja hier, das machen wir. Vielleicht kannst du noch mal kurz für die, die vielleicht jetzt nicht so dem Fach so nah sind, beschreiben, was eine Casterin macht oder ein Caster. Also ein Casting Director ist dafür zuständig, die in einem Drehbuch zu besetzenden Rollen zu besetzen, also die Schauspielerinnenrollen. Und ist eigentlich gehalten oder das Ziel ist eigentlich, die Vision, die RegisseurInnen haben, zum Leben zu erwecken mit dem Cast, den ich dann vorschlage. Das ist eigentlich, also das ist jetzt mal ganz grob gesagt. Es geht darum, ein authentisches, ein stimmiges Ensemble zu finden, was die Geschichte transportiert, die AutorInnen geschrieben haben sozusagen. Genau, hat denn in der Zeit, in der du das jetzt machst, das sind ja, wenn ich richtig rechne, so ungefähr 18 Jahre, hat sich das der Stellenwert der Casting-Direktoren verändert? Also ich weiß, früher gab es so das Besetzungsbüro in den Sendern, da ist ganz viel, glaube ich, gemacht worden. Das klang ja auch nicht so sexy jetzt wie Casting-Director. Hat sich das entwickelt? Hat sich das irgendwie verändert im Laufe der Jahre? Also es hat sich extrem verändert, weil es ganz früher ja eigentlich gar keine Casting-Büros in dem Sinne gab. Das hat sich, ich glaube, ab den 90er Jahren entwickelt und natürlich hat sich im Prozess selber unheimlich viel verändert innerhalb der letzten Jahre,
Weil ich habe zum Beispiel noch angefangen mit VHS-Kassetten. Also man ist tatsächlich mit Waschkörben voll mit der VHS-Kassetten zur Produktion gefahren und hat dann einen Tag lang zusammen Showreels geguckt, also DVDs, erstmal VHS geguckt tatsächlich. Und dann ging es irgendwann mal in DVDs über und mittlerweile funktioniert eigentlich das allermeiste über Datenbanken. Und natürlich über das, was man dann im Kopf hat, was einem noch so einfällt, wen man wo gesehen hat und so weiter. Aber in der Regel wird jetzt über Datenbanken recherchiert. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man eigentlich als Castingbüro nicht mehr so viel Platz braucht. Also man hatte ja an die 20.000 Bänder einfach im Büro stehen. Und das musste dann irgendwann auch mal alles ordentlich entsorgt werden. Das war schon eine Aktion für sich, ehrlich gesagt. Ja, da fällt mir ein, ich habe auch mal so einen Quatsch gemacht. Da hat meine Casting-Direktorin in Köln, die hat ihren Beruf gewechselt und hat gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, wir kannten uns, sie wollte die ganzen VHS-Kassetten loswerden. Und ich war ganz stolz und habe gesagt, ich nehme die. Und dann habe ich da im Büro, im Flur des Büros, habe ich dann IKEA-Billigregale aufgebaut und war ganz stolz, dass ich da auch so circa 20.000, vielleicht auch nur 15.000 Kassetten hatte. Und war, fand das irre gut, aber ich habe es kaum genutzt, weil ich irgendwann natürlich gemerkt habe, dass gerade das sozusagen das ist, was da steht, was man dann braucht. Und wenn man ja auch dann mit jemandem wie mit dir zusammenarbeitet, war das eine ganz blöde Idee. Und ein paar Jahre später habe ich die ganzen Kassetten weggeschmissen. Aber ich war eine Zeit lang sehr, sehr stolz auf dieses Riesenarchiv. Sehr heroisch, wirklich. Also ich meine, zumal diese Kassetten ja auch dann nach, weiß ich nicht, ein paar Jahren einfach nicht mehr aktuell sind, dann geht das Ganze wieder von vorne los, ne? Und ich meine, früher hat man quasi jeden Tag Pakete voll mit Kassetten bekommen und Fotos und Viten und so. Und das ist natürlich jetzt heutzutage für die SchauspielerInnen und auch für die Casting Directors wesentlich einfacher, weil nicht mehr so viel verschickt werden muss. Und B, weil die SchauspielerInnen sehr viel schneller aktuelles Material bei den Datenbanken auch hochladen können und wir dann eben auch sehr viel schneller an aktuelles Material kommen, was extrem wichtig ist. Genau. Ja, ich würde da gerne nochmal nachfragen an dem Punkt. Ich meine das auch so in Bezug auf Stellenwert, weil mittlerweile gibt es ja auch so Casting-Direktoren oder Direktoren-Persönlichkeiten. Ja? Also wir haben ja auch im Text jemanden erwähnt, kommen wir nachher nochmal drauf. Also ihr habt ja wirklich jetzt auch einen sehr, sehr starken Stellenwert, einen sehr, sehr starken Ruf, dass man sagt, da gibt es die Simone Bär, dann gibt es die Susanne Ritter, dann gibt es diese, dann gibt es jene und so weiter. Also wirklich Menschen, die ganz stark auch sozusagen präsent sind in der Branche. Das ist mir so aufgefallen, dass das sich entwickelt hat. Das ist in der Tat so und das ist ja auch der Sinn des Verbandes, also des Bundesverband Casting, diesen Beruf einfach ein bisschen bekannter zu machen und einfach ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen. Das ist schon wichtig auch, ja. Wir haben ja in dem Text geschrieben, ich lese mal eben vor, das richtige Casting legt die Basis für den künstlerischen und kommerziellen Erfolg eines Spielfilms. Jetzt gibt es ja Filme, wo trotz, sagen wir mal, Stars Flops passieren. Umgekehrt weiß man, dass Menschen auch wegen Darstellerinnen ins Kino gehen und sagen, das will ich sehen. Ja, das reizt mich schon, diesen Schauspielerin, die Schauspieler auf der Leinwand zu sehen. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also im Verhältnis jetzt Schauspielerattraktivität zum, ich sag mal, Erfolg des Films. Also ich glaube tatsächlich, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann. Es gibt natürlich einige Stars in Deutschland, wegen derer man tatsächlich ins Kino geht. Aber letztlich glaube ich persönlich einfach an eine gute Geschichte. Und da ist es mir persönlich nicht so wichtig, ob das jetzt jemand Bekanntes oder Unbekanntes ist. Das sehen natürlich die ProduzentInnen und VerleiherInnen anders, weil sie tatsächlich mit Namen hoffen, also mehr an Fördergelder zu kommen. Das ist auch absolut verständlich, aber das ist schon was jetzt mehr geworden ist. Das war, als ich angefangen habe, war das noch zumindest bei so kleinen Kinoprojekten relativ egal. Also es ist mehr geworden, dass man nach Stars sozusagen fragt. Zum Teil. Also nicht ausschließlich, aber je nach Format. Ja. Gut, dann würde ich gerne mal den ersten Trailer abspielen. Das ist Hannah Arendt von Margarete von Trotta. Und ich finde immer ganz gut bei solchen Veranstaltungen, wenn man schon über Film redet, dass man auch mal was sieht und was hört.
Deswegen, wir haben jetzt, wie gesagt, insgesamt 5 Trailer ausgesucht, wo wir dann auch entsprechend über die Filme als Beispiel dann reden. Und ich würde mal sagen, Film ab für Trailer Nummer 1. Vielleicht können wir an diesem ersten Beispiel mal darüber sprechen, wie es einer zu der Zusammenarbeit gekommen ist. Es war ja in dem Fall Margarete von Trotter, eine sehr renommierte deutsche Regisseurin. Und wie habt ihr zusammengefunden und wie waren so die ersten Schritte zwischen euch? Also zusammengefunden haben wir über Bettina Brokemper, Heimatfilm, die diesen Film produziert hat. Und es war dann ganz einfach so, dass wir uns einfach getroffen haben, uns unterhalten haben, uns kennengelernt haben. Und wir uns darüber unterhalten haben, was sie sich vorstellt, was sie sich wünscht. Und dann habe ich einfach erste Vorschläge gemacht für mehrere Rollen und sind Bücher verschickt worden. Und also ein Thema war natürlich, wie besetzt man Hannah Arendt? Also eine Politologin, eine politische Philosophin, die eine sehr Intellektuelle war, wie macht man das? Und da hätte man jetzt auch überlegen können, ob man das über die Physis macht. Und da haben wir uns aber dagegen entschieden, sondern der Fokus war eigentlich, eine Besetzung zu finden, die transportiert, dass diese Person wirklich eine Intellektuelle und eine Philosophin ist. Und das war eigentlich die Herausforderung. Und da war es dann relativ schnell klar, dass das Barbara Sukowa sein würde. Und das hat dann auch, glaube ich, also wirklich ganz, ganz toll funktioniert, finde ich. Und dann ging es an die weiteren Rollen, die also im Film vorkommen. Also einerseits Freunde von ihr, die mit ihr nach New York gegangen sind. Also sie hat ja damals in New York gelebt und ist dann 1961 bei den Prozessen gegen Eichmann in Jerusalem gewesen und hat für die Zeitung The New Yorker von diesen Prozessen berichtet. Und nachdem sie dieses Werk Banalität des Bösen geschrieben hat, ist sie sehr angefeindet worden und auch viele Werkgefährten, die auch im Film vorkommen, die haben sich von ihr abgewandt. Desgleichen auch ganz viele Kollegen, also Journalistinnen, Kolleginnen, die mit ihr da gearbeitet haben. Und einerseits haben wir also deutsche Leute besetzt, die ihre Freunde aus Deutschland waren, und aber auch eine ganze Reihe von englischen Muttersprachlern, die dann eben ihre Kolleginnen von dem New Yorker gespielt haben. Und gedreht wurde in Luxemburg und in Köln. Ja. Und man nennt ja nicht die Namen, die jetzt nicht auf der Leinwand sind, aber waren das viele, aus denen ihr herausgecastet habt, oder war das, wie am Beispiel, so hörte sich das an bei Barbara Sukowa, war so, dass ihr das relativ gezielt dann angegangen seid, die Schauspielerin anzusprechen? Also bei Barbara Sukowa war es relativ gezielt, bei den anderen eigentlich nicht so. Es gab ein paar Rollen, da gab es schon Ideen, und ich meine, Margarete von Trotter hat zig Filme gemacht und ganz wunderbare Filme gemacht, die kannte natürlich oder kennt eine ganze Reihe von Schauspielern. Aber es war nicht, also die anderen Rollen waren nicht von Anfang an klar. Also es gab nicht von Anfang an irgendwie die beiden Namen, die nur die und die Rolle spielen können. Das war nicht so. Ja, das hört sich jetzt an, dass ihr da sehr harmonisch, sag ich mal, zusammengearbeitet habt. Vielleicht jetzt mal über diesen konkreten Fall hinaus. Du hast das eben schon mal erwähnt. Dann gibt es ja noch die Produktionsfirma, die wiederum auch dann mit Verleihern verbunden ist und so weiter. Also wie gesagt, jetzt nicht bezogen auf diesen Film, sondern grundsätzlich. Wie ist deine Erfahrung, wenn du jetzt mit einer Regisseurin, mit einem Regisseur eng zusammenarbeitest? Wie sind deine Erfahrungen mit Produktionsfirmen, die dahinter stecken, mit Produzentinnen? Also eigentlich sehr gut. Also das ist in der Regel eine sehr enge Zusammenarbeit. Also zwischen mir, der Regie und der Produktionsfirma und gegebenenfalls Redaktionen, und dann später kommt ja in der Regel noch ein Verleih dazu. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Also meine engste Bezugsperson in Anführungsstrichen ist natürlich die Regie, aber die Produktion ist natürlich immer eingebunden. Die muss ja auch einverstanden sein mit dem Casten, klar. Hast du denn das Gefühl, dass es jemanden gibt, der sozusagen final entscheidet, oder war das bisher immer sehr eher konstruktiv? Also ich sag mal jetzt mal, bei den Projekten, die ich gemacht habe, ist es eigentlich immer ein gemeinsames Gespräch, in dem entschieden wird. Das hängt aber, die Entscheidungswege, sage ich mal, hängen sehr vom Format ab. Es gibt auch andere Formate, wo ganz klar von der Redaktion entschieden wird, die und die und die und der und der und der.
Und da gibt es mitunter nicht so wahnsinnig viel Entscheidungsmöglichkeit für Casting Director oder teilweise auch für RegisseurInnen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den zweiten Trailer an. Das ist Wild von Nicolette Krebitz. Ja, kennst du den? Du liebst ihn? Wer kennt ihn noch? Auch einige. Okay. An dem Beispiel, beziehungsweise wir können uns auch von den Beispielen wegorientieren. Ja? Ich will das ja jetzt nicht hier sozusagen da Dinge wissen, die man hinter den Kulissen nur weiß und nicht wissen sollte. Aber was ich auch nochmal als Aspekt spannend finde, auf der einen Seite hat man ja so das Gefühl, was du eben gesagt hast, wie bei Barbara Sukowa, man sucht so die eine ideale Besetzung. Auf der anderen Seite, wenn man dann castet und hat dann, ich sag mal, 4 Menschen in der Endauswahl, dann geht es ja nicht darum, wer gut oder wer schlecht ist oder wer besser ist, sondern es geht ja auch um die ganze Konstellation. Und das finde ich nochmal spannend zu besprechen. Vielleicht, wie gesagt, gerne auch an den Beispielen, aber wir können es auch von den Beispielen wegbewegen. Also, dass man im Grunde genommen ja dann den Schauspielerinnen sagt, okay, es geht jetzt nicht darum, wer jetzt von euch gewinnt oder verliert, sondern es geht tatsächlich darum, dass einfach Beziehungen zueinander funktionieren müssen, dass man merkt, stimmt die Chemie zwischen den SchauspielerInnen und so weiter. Das würde ich gerne mal ansprechen, wie da deine Erfahrungen sind. Es geht natürlich darum, ein Ensemble zu besetzen und nicht nur eine einzige Rolle sozusagen. Deshalb muss das natürlich sowieso alles aufeinander abgestimmt sein. Und ich glaube, die eine richtige Besetzung, das gibt es eigentlich nicht wirklich. Es kann natürlich den Fall geben, dass jemand gecastet wird und alle im Raum sagen, yes, das ist die Person, die die Rolle spielen kann oder sollte. Aber es gibt ja oft in Filmen verschiedene Stränge. Sagen wir jetzt mal als Beispiel, ein Strang ist Liebesgeschichte, ein Strang ist Krimi. Mit Besetzung A würde ich eher in Richtung Liebesgeschichte gehen, mit Besetzung B würde ich möglicherweise mehr in Richtung Krimi gehen. Und das ist natürlich dann auch eine Entscheidung der Regie, wo sie den Fokus drauf legen möchte, und danach gucke ich dann auch. Und sonst, ansonsten geht es natürlich dann erstmal um die Hauptrollen oder Hauptrolle. Und dann würde man schauen, wenn man die hat, dass man die vielleicht kombiniert mit jemand anders, wenn es um eine Familiengeschichte geht, wie du jetzt gerade gesagt, oder um Paarbeziehung oder Mutter, Kind oder was auch immer, dass das wirklich stimmig ist. Also, dass man das glaubwürdig findet und dass man, dass die Figur mir so nahegebracht wird, dass ich ihr wirklich folgen kann oder will durch den Film und diese Geschichte einfach verfolge. So. Ja, und wenn man dann sozusagen in das finale Casting geht, ich habe immer so das Gefühl, es ist ja dann, sehen wir mal an, 3 für eine Rolle, prominente Menschen, es ist ja auch für die nicht ganz einfach, dann aus welchen Gründen auch immer, da nicht genommen zu werden. Dann denke ich manchmal, oh, hoffentlich geht es gut. Aber ich glaube, viele halten das aus. Aber es gibt ja auch SchauspielerInnen, die, glaube ich, nicht zum Casting gehen, oder? Ja, aber relativ wenige. Also das, ich glaube, ehrlich gesagt, das gab es früher mehr. Also mittlerweile kommen eigentlich die meisten zum Casting. Und was die Auswahl angeht, das heißt ja nicht, dass jemand nicht gut gespielt hat, sondern das heißt einfach nur, dass diese Person für diese spezielle Rolle in diesem speziellen Projekt vielleicht nicht ganz so gut passt. Das heißt aber nicht, dass ich diese Person nicht für nächste Projekte mir wieder anschaue und gucke, ob es nicht dann passen könnte. Also ich verstehe total, dass das für SchauspielerInnen schwierig ist, wenn sie nicht genommen werden, nicht besetzt werden. Und so eine Absage zu machen, ist für mich auch echt bitter. Also das mache ich auch nicht gerne. Aber ich glaube, das gehört leider dazu. Also das gehört zum Spiel einfach dazu. Also es gibt eine Zusage oder eine Absage. Aber wie gesagt, das ist jetzt, man muss versuchen, das nicht persönlich zu nehmen. Es geht einfach nur um diese eine Rolle in diesem speziellen Film. Genau, das hört sich so ein bisschen wie so ein Trost an, aber ich glaube, genau was du sagst, ist ganz wichtig. Und das wird auch von vielen ernst genommen, so funktioniert es auch. Und was du sagst, finde ich auch interessant, dass es immer weniger gibt, die sich nicht aussetzen. Also die sagen entweder, ihr wollt mich haben oder ich bin halt nicht dabei. Ne? Also wie gesagt, das gibt es jetzt eigentlich, also meiner Erfahrung jetzt nicht mehr so häufig, offen gestanden. Aber es ist auch so, dass es weniger Geld gibt und insgesamt Projekte schlechter budgetiert sind, als es früher war. Also da gibt es auch ganz schlichtweg Leute,
die einfach Geld brauchen, ganz klar. Also wie jeder andere auch. Ja, jetzt würde ich noch mal zu einem etwas anderen Thema gerne kommen. Also auf der einen Seite, wir sprachen jetzt von den bekannten Schauspielern. Du kannst ja unbekannte SchauspielerInnen entdecken. Ja, das ist ja sicherlich auch spannend und auch für viele interessanter, mit dir in Kontakt zu stehen. Aber du kannst natürlich auch SchauspielerInnen neu erfinden. Also ich habe mal überlegt in der Vorbereitung, ich weiß nicht, den Film werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Dennis Hopper, einer meiner Helden. Kennt ihr Dennis Hopper? Der hat ja auch Regie gemacht. Und da gibt es einen Film, ich weiß den Titel im Moment gerade nicht, aber da taucht in der Hauptrolle Don Johnson auf, den ich mal irgendwie ein paar Minuten in Miami Vice, kennt ihr Miami Vice, gesehen habe, was furchtbar, glaube ich, ist. Und der hat dann Don Johnson besetzt, was ein Hammer war. Oder noch ein Beispiel ist mir eingefallen, John Travolta in Pulp Fiction. Also wenn mir jemand gesagt hätte, du guckst jetzt einen Film mit John Travolta, hätte ich, glaube ich, gesagt, außer der tanzt, hätte ich gesagt, muss ich nicht haben. Aber ich erinnere mich noch, als ich dann Pulp Fiction gesehen habe und da John Travolta entdeckt habt, kennt ihr das? Ja, das Gefühl, das war irre, diesen John Travolta in dieser ganz, ganz anderen Rolle dann zu erleben. Hast du da auch Erfahrungen mitgemacht? Ja, doch schon. Also das ist, also da muss man einfach, ich würde mal sagen, Fantasie entwickeln. Und das ist natürlich auch ein Gespräch mit der Regie. Was möchte die Regie für diese Rolle? Und dann hat man manchmal so ganz schräge Ideen, wo man im ersten Moment denkt, hä? Und dann kann das mega spannend werden und das ist wirklich, wirklich toll. Und was die Nachwuchs angeht, also wenn jemand jetzt auf einer Schauspielschule ist, dann würde ich mich persönlich mit dem Begriff entdecken schwer tun, weil dann sind schon einige andere Leute an der Person dran gewesen, weil sie ist immerhin ja auf die Schauspielschule gekommen. Aber ich gehe auch regelmäßig zu den Absolventen vorsprechen, die jetzt im November wieder sind. Und das finde ich wahnsinnig spannend und sehr berührend auch, da die jungen Leute kennenzulernen, die ihren Abschluss machen. Das finde ich wirklich ganz toll. Deshalb gehe ich da auch wirklich sehr ausgiebig hin und gucke mir die genau an und gucke, wen ich spannend finde, wen ich mal treffen möchte. Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also gerade jetzt sozusagen noch unbekannte Talente zu entdecken. Das heißt, du musst ja alle kennen, die irgendwie präsent sind. Dann die kennenlernen, die sozusagen jetzt neu, ich sage jetzt mal, in den Markt kommen. Das ist ja eine Riesenmenge von Menschen. Und ich weiß gar nicht, wie bewältigst du das? Das heißt, du arbeitest eigentlich immer, oder? 24-7. Nee, ja, ich meine, das ist natürlich wahnsinnig viel. Und man muss sich auch keine Illusionen hingeben. Ich werde nie alle 25.000 deutschsprachigen Schauspieler kennen. Das ist Quatsch, das ist illusorisch. Aber ich bemühe mich eigentlich wirklich viele zu kennen und eben auch diese Absolventen vorsprechen zu gucken. Ich gucke sehr viel Kino, ich gucke sehr viel Fernsehen, mittlerweile ja auch die Streamer und ich gehe ins Theater, ich lese 2 Theaterzeitschriften und versuche da möglichst viele Leute zu kennen, um Ideen zu bekommen für ein oder ein Projekt, was ich zu besetzen habe. Und das ist mega viel. Es kann auch passieren, dass ich im Supermarkt jemanden sehe, der ist vielleicht gar keine Schauspielerin. Aber das finde ich ein wahnsinnig spannendes Gesicht. Das nehme ich dann irgendwie mit. So. Also von daher, es kann auch passieren, dass ich irgendwo in der Bäckerei stehe und dann fällt mir ein, ach, die oder der oder die könnte vielleicht eine Idee sein für die eine zu besetzende Rolle. Also das ist eigentlich. Ja, man denkt irgendwie immer. Das heißt, wenn du einen Film siehst oder bei Netflix oder irgendwo was, das heißt, das läuft immer mit als zweite Schiene. Das heißt, du träumst wahrscheinlich davon, einfach mal einen Film zu gucken und dich mal reinfallen lassen sozusagen in die ganze Emotionalität, oder? Ja, ich meine, das kann ich schon. Also das kann ich schon sehr gut, denke ich. Also ich genieße das ja auch, Filme zu gucken. Das ist jetzt für mich nicht nur Arbeit, die mich stresst, sondern das finde ich schon auch toll. Ich glaube, mir würde das eher auffallen, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich mit einer Besetzung nicht so ganz klarkomme. Also wenn ich so das Gefühl hätte, dass es für mich persönlich nicht so ganz stimmig ist. Ich glaube, dann würde mir das eher auffallen, als wenn ich es toll finde und via der SchauspielerInnen der Geschichte wirklich folgen kann. Ja, ich würde gerne gleich mal auf das Thema internationale Produktion, Co-Produktion kommen. Und da haben wir auch, wo ist jetzt unsere Kollegin, die Jackie mit dem? Ah, du bist jetzt näher am,
Am Empfänger. Okay. Das wäre jetzt der Trailer, der Film Shelter von Aaron Ricklis. Ja, wie wir auch beim Festival hier zu sehen, viele Produktionen entstehen ja in Koproduktionen, also europäische Koproduktionen, teilweise auch darüber hinaus. Das hat ja den Hintergrund, dass, das war auch bei dem Eröffnungsfilm so, wie hieß der nochmal? Das Syndikalist, genau, da ist das ja auch von der Regie, von der Produktion nochmal gesagt worden, dass oft die Budgets in den einzelnen Ländern gar nicht zusammenkommen, also die gar nicht finanziert werden können aus den einzelnen Ländern und dann eben koproduziert werden, also mehrere Länder sich beteiligen, aber auch natürlich, was die Auswertung betrifft. Das heißt, man hat dann auch schon mal eine Auswertungsmöglichkeit, eine bessere in dem Land, wenn da entsprechend auch Menschen vor Ort mitgearbeitet haben und beziehungsweise Schauspieler auch vielleicht dabei sind, aus diesem, in dem Fall aus Deutschland. Wie ist da die internationale Zusammenarbeit mit dir, mit den Regisseurinnen und mit den Schauspielern, die ja auch dann sozusagen aus dem Heimatland auch schon mitgebracht werden oft? Also das ist relativ unterschiedlich, aber zum Beispiel bei La Syndicaliste habe ich auch zwei Rollen, glaube ich, besetzt, die aus Deutschland besetzt werden sollten, aber es sollten französische Muttersprachlerinnen sein. Also es ging vor allen Dingen um eine Rolle, die die beste Freundin von Isabelle Huppert spielt. Die nicht rausgeschnitten wurde, du hattest nämlich, hast du mir gesagt, ich habe sie ja erkannt, Geno Lechner, oder? Ja, genau. Und die ist die ist Deutsche, aber die lebt schon lange in Frankreich und spricht daher sehr, sehr gut Französisch. Und so habe ich einfach für diese Rolle, ich glaube, vier Schauspielerinnen gecastet und Geno Lechner ist es dann geworden. Und hier jetzt bei Shelter, der hieß auf Deutsch Aus nächster Distanz, diejenige, die libanesische Informantin spielt, die Goldschifte Farani, die war besetzt, aber die israelische Mossad-Agentin, die Mona bewachen soll sozusagen, die war nicht von Anfang an besetzt. Und dann habe ich auch Vorschläge für diese Rolle gemacht, bevor es dann eine israelische Castrin gab. Und ich hatte zu der Zeit relativ viele, ich sag mal, Filme, also israelische Filme und auch Filme aus dem arabischen Raum überhaupt gesehen und kannte deshalb ein paar Leute und habe da Vorschläge gemacht, aber auch für die anderen Rollen, arabisch und hebräischsprachig. Ich meine, Aaron Ricklis selber hat zig Filme gemacht und kennt natürlich selber auch Leute. Aber es ging auch darum, in Deutschland ein paar zu finden, die arabisch bzw. hebräisch sprechen. Und so bin ich tatsächlich mit Aaron Ricklis und dem damaligen Regieassistenten, wir haben in drei verschiedenen Städten hier in Deutschland zusammen gecastet. Und das ist relativ ungewöhnlich, dass die ausländische Regie tatsächlich die ganze Zeit dabei ist. In der Regel ist es so, dass ich die Vorschläge machen würde und dann guckt die Regie sich die an. Mitunter treffe ich die gar nicht persönlich, sondern es gibt nur Mailkontakt oder so, je nachdem, wo die Person sitzt. Gibt es denn dann eine Zusammenarbeit auch zwischen dir und der Casterin, dem Caster aus dem, ich sag mal, Heimatland des Films? Durchaus. Also vor allen Dingen, wenn es natürlich um Figuren geht, die zusammenhängen, sei es Familie oder so, dann natürlich, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, es ist eine diffizile Geschichte. Als dieser Hype mit europäischen Koproduktionen losging, hat man ja oft so, nehmen wir mal an, da sind drei Länder beteiligt, hat man aus jedem Land besetzt, weil man dachte, was ich eben meinte bezüglich der Verwertung, dann hat man schon mal in den Ländern entsprechende Aufmerksamkeit. Das wurde dann aber auch teilweise später auch böse als Europudding bezeichnet. Also das war ja nicht nur auf Schauspieler bezogen, sondern auch auf Locations und so weiter. Ja. Da fuhr halt jemand von Paris nach Köln, da hat man gedacht, dann ist auch sozusagen Deutschland oder Köln schon mal dabei als Zuschauer. Das wurde, wie gesagt, ich will das jetzt nicht vertiefen, als Europudding bezeichnet, weil das teilweise nach hinten losging, weil das einfach alles nicht stimmte. Wieso ist denn jetzt der in diesem Film und wie passt denn das alles zusammen? Deswegen ist das, glaube ich, sehr diffizil, dass diese Aufgabe, sozusagen aus verschiedenen Nationen zu besetzen, möglicherweise aber für einen Film, der gar nicht vom Cast her diese Nationen alle widerspiegelt, sondern das im Grunde genommen im Prinzip in einem Land erzählt wird. Ja? Das heißt, dann müssen ja wirklich, wie du gerade beschrieben hast, Deutsche eigentlich diese andere Identität annehmen können. Nein, also ich meine, bei den Rollen, die ich jetzt gerade meinte, da ging es tatsächlich um zum Beispiel einen israelischen Mossad-Agenten oder einen Hezbollah-Kämpfer oder so. Und die sollten aber tatsächlich aus Deutschland besetzt sein, weil diese Locations in Deutschland waren und die Szenen in Deutschland gedreht wurden. Und das mussten dann eben MuttersprachlerInnen sein, aber sie sollten eben auch hier in Deutschland leben.
Ja, ich würde jetzt noch mal zu einem nächsten Trailer kommen. Jetzt haben ja nicht alle diesen Film gesehen. Der Russe, der ist einer, der Birken liebt. Ich würde deswegen sagen, wir gucken uns noch mal kurz den Trailer an und sprechen dann über diesen aktuellen Film. Ja, der Film, wenn ihn so viele gesehen haben, der bietet sicherlich auch die Gelegenheit, gleich in Dialog auch mit Publikum, mit euch, mit Ihnen zu treten. Ich würde vielleicht vorab gerne nochmal die Thematik Diversität ansprechen. Ein wichtiges Feld, aber auch ein sehr schwieriges Feld, weil da kann man, glaube ich, viel Gutes tun, aber auch, wie soll ich sagen, sich irgendwo verirren, verlaufen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da konkret mitgemacht hast. Es geht hier einerseits um sozusagen auch die Präsenz von Schauspielerinnen, also inwieweit Frauen auch entsprechende Rollen besetzen können, die vielleicht so vom Typ her eher von Männern besetzt wurden. Also Rollenverständnis, Rollenverhältnis, aber auch People of Color. Da gibt es ja diesen Begriff, dieses, wie heißt das, Colorblind Casting. Ja, das ist ja auch eine der Thesen, dass man sagt, also man castet sozusagen anonym. Ich weiß gar nicht genau, hast du damit Erfahrung, wie das dann geht? Also erstmal würde ich sagen, dass es höchste Zeit ist, dass wir uns um das Thema Diversität kümmern, dass wir alle dafür sensibilisiert werden und dass gewisse Gruppierungen, die in der Gesellschaft durchaus vorhanden sind, aber im Film eigentlich kaum gesehen oder bisher kaum sichtbar sind. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass wir uns alle bemühen, diese Gruppierungen sichtbar zu machen und ihnen eine Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Und da bemühen wir CasterInnen uns natürlich sehr drum, wirklich auch Vorschläge zu machen, die vielleicht jemand noch nicht so kennt. Oder auch, es geht aber natürlich auch um die Drehbücher, dass im Buch auch schon nicht immer da steht der Polizist und weiß ich nicht, hat blonde Haare und so weiter, sondern dass man da einfach auch sich andere Rollenmodelle überlegt und die dann eben auch anders besetzt. Und das versuchen wir natürlich wirklich auch. Da finden wir nicht immer Gehör, das muss man auch deutlich so sagen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass das also wirklich weiter verfolgt wird. Und das Gleiche gilt für SchauspielerInnen mit Beeinträchtigung und dass die mehr sichtbar werden und überhaupt die Möglichkeit bekommen, auf die Idee zu kommen, SchauspielerIn zu werden. Und da finde ich, ist es total wichtig, dass es überhaupt mal Schauspielschulen gibt, die barrierefrei sind. Das wäre mal der allererste Schritt. Und dazu gehört aber auch, dass auch Produktionsfirmen da sich offen zeigen. Und es wird möglicherweise auch tatsächlich mehr Kosten bedeuten, weil möglicherweise jemand eine Begleitung braucht über den Drehtag, weil bestimmte Sachen dann einfach tatsächlich nicht möglich sind. Das muss man sich überlegen und das muss man dann auch wirklich gut planen und organisieren. Und dazu müssen alle bereit sein und da möglicherweise auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite finde ich, dass es manchmal eine Diskussion gibt, die sehr unerbittlich geführt wird. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Also, dass es wirklich nur noch Gut und Böse gibt sozusagen. Und so wie ich eine falsche Formulierung verwende, werde ich sofort unterbrochen und das Gespräch geht nicht weiter. Ich finde, wir brauchen alle ein bisschen Zeit. Es ist wichtig, dass wir sensibilisiert werden, aber es brauchen alle Zeit, das wirklich auch zu realisieren und umzusetzen. Also ich bin auch nochmal sensibilisiert, es war hier auf dem Festival, es gibt eine Miniserie Hübsches Gesicht, ich habe die jetzt gar nicht sehen können, weil ganz vieles hier ausverkauft, was ja toll ist. Und da hat ja auch die Autorin, ich weiß nicht, die hat glaube ich nicht die Regie gemacht, aber da gab es ein Panel, wo sie gesagt hat, also auch Plus-Size-People hat sie das genannt, ja, dass auch die viel selbstverständlicher auftauchen sollten, ohne dass es immer Thema ist. Ja? Also das wird ja als Thema wird das ja behandelt, aber dass es im Grunde genommen genauso selbstverständlich ist, auch
so zu besetzen. Ja, das ist gut, dass du das erwähnst, das habe ich nämlich vergessen. Das soll eigentlich kein Thema sein, es soll normal sein, sozusagen, dass jemand mit körperlicher Beeinträchtigung besetzt wird. Da muss man gucken, welche Rollen funktionieren, aber dass man darüber eigentlich nicht, also dass man nicht da ein Fass aufmacht, sondern dass es einfach normal wird, dass ich so jemanden auch vorschlagen kann und jemand ohne Produktion oder eine Regie auch sagt, ja toll, ist einfach ein toller Schauspieler, tolle Schauspielerin, das machen wir. Ja, wenn jetzt Fragen sind aus dem Publikum von euch, also ich habe auch noch ein paar, keine Sorge, aber dann würde ich das gerne öffnen und vielleicht sind wir da auch an einem Punkt, der besonders diskussionswürdig ist oder wo eigene Erfahrungen schon auch mit reinspielen. Gibt es Fragen? Ein Mikro haben wir ja irgendwo? Nee, haben wir überhaupt kein Mikro. Ah, bitte? Ah, wer kann denn dann jetzt gehen? Ah, da ist noch jemand. Bist du vom Team oder bist du jetzt so nett? Freiwillig, super. Applaus. Genau, ich habe da oben eine Wortmeldung gesehen. Da noch, ja, ich kann nicht alle Best gut Test. Sehen. Ihr müsst wirklich. Test ist schon an. Ja. Hört man's? Ah ja, sehr gut. Genau, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, dass es gibt 25.000 SchauspielerInnen. Da kann man natürlich nicht alle angucken, deswegen sieht man das natürlich auch aus und guckt nach bestimmten qualitativen Merkmalen. Und da wollte ich mal fragen, wonach gucken Sie? Weil wir ja nicht nur, also mittlerweile, nicht nur in der Zeit leben, in der jetzt die Schauspielausbildung auch nur wichtig ist. Wir haben noch YouTuber, wir haben noch Instagram. Da studierst du zum Beispiel Schauspiel, hast deine Schauspielausbildung und dann kommen aber Caster und sagen, nee, du, dein Instagram, du hast keine 1.000 Follower. Und danach gucken wir auch. Und das ist, finde ich, ja, das Feld hat sich viel mehr geöffnet. Die Kriterien sind größer oder es sind mehr Kriterien da, die zur Auswahl eines Schauspielers führen. Und da wollte ich Sie mal fragen, was präferieren Sie da so? Also ist Ihnen auch wichtig, dass jemand im Theater gespielt hat, dass er Schauspiel studiert hat? Ist das komplett egal? Braucht er Instagram? Es ist wirklich momentan, ist halt ein Kriterium mittlerweile. Ne? Und welche Sachen haben da für Sie Gewicht? Also Instagram ist es sicherlich nicht an erster Stelle. Also wobei man dazu sicherlich sagen muss, dass es auch aufs Format ankommt. Es kann auch sein, dass ein YouTuber total toll auf irgendeine Rolle passt. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei den Projekten, die ich mache, also kommt es schon doch viel auf Qualität des Spiels an. Also das ist schon so. Ja, weitere Fragen? Danke. Hallo. Also Sie meinten gerade, auf die Qualität des Spiels kommt es an, aber wenn man jetzt zum Beispiel Quereinsteiger ist und nicht an der Schauspielschule war, also Lebenserfahrung ist eine Sache, die kann man halt dort nicht lernen, wird man oftmals nicht mal eingeladen zu Castings. Also frage ich Sie, öffnen Sie sich denn dafür? Ja, grundsätzlich ja, das ist klar. Aber ich meine, das ist natürlich so, wenn jemand jetzt also nirgendwo sichtbar ist, noch nie was gespielt hat, dann ist es für mich natürlich auch schwierig, den irgendwie kennenzulernen, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich sind wir dafür natürlich offen, aber auch da, denke ich, kommt es aufs Format an. Also, und worum es in der Rolle und bei der Besetzung tatsächlich geht. Also grundsätzlich, ja. Ich meine, es gibt ja Filme, wo man ganz bewusst auch Streetcasting macht, wo man versucht, Leute wirklich sozusagen von der Straße aus zu entdecken, wo man ganz bewusst mit Menschen arbeitet, die nicht bekannt sind als SchauspielerInnen. Hast du damit Erfahrung gemacht? Also ich habe persönlich jetzt in den letzten Jahren nicht so viel Streetcasting gemacht, ehrlich gesagt. Aber auch da, das ist natürlich vollkommen legitim. Und wenn es fürs Projekt und fürs Format passt, absolut in Ordnung, klar. Absolut. Erstmal vielen Dank für das Gespräch. Das war jetzt sehr schön
endlich mein Gesicht zu sehen von Wild. Ich bin so ein großer Fan. Anyways, ich spreche auch vier Sprachen. Ich habe auch gehört, dass du Französisch studiert hast. Ich spreche unter anderem Französisch und ich wollte fragen, wie dort der Prozess ist, ob du da bestimmte Casting-Plattformen benutzt oder ob du da auf dein Netzwerk zurückgreifst oder wie sozusagen der Prozess ist, wenn es zum Beispiel Co-Produktionen gibt. Also ich habe ja zum Beispiel ein Casting in Paris gemacht, eine japanischsprachige Rolle, aber auch mit Regie-Produktion aus Griechenland und da finde ich, dass es sehr, sehr schwer ist, an solche Co-Produktionsprojekte erstmal da was herauszufinden und dann im nächsten Schritt auch zu wissen, okay, ich bin im richtigen Pool, ich weiß von den richtigen Leuten Bescheid, dass sie mich im Kopf haben, wenn es um solche Sprachfähigkeiten zum Beispiel geht oder auch um das Verständnis einer bestimmten Kultur. Wie gehen Sie damit um und denken Sie, dass es da einen bestimmten Verbesserungsbedarf gibt, auch in Hinsicht von Sensibilisierung von bestimmten Kulturen? Also das Wichtigste ist, dass wenn du so viele Sprachen sprichst, dass das auf deinem Showreel zu sehen ist in den Datenbanken. Und das ist das A und O, ehrlich gesagt. Das heißt, wenn ich eine französischsprachige Rolle zu besetzen habe, dann würde ich natürlich also selber überlegen, wen kenne ich denn, wer passt auf die Rolle, wen habe ich gerade gesehen. Aber ich würde natürlich auch in den Datenbanken gucken, wer spricht denn die Sprache tatsächlich? Muss es wirklich muttersprachlich sein oder kann es auch Französisch mit deutschem Akzent sein? Und danach würde ich die Leute auswählen. Und wenn es nicht ganz klar ist, würde ich die Leute sicherlich bitten, eine Sprachprobe zu machen. Also ich kann nur sagen, rauf aufs Showreel damit, wenn es wirklich eine Muttersprache ist oder Sprachkenntnisse, die einfach sehr, sehr gut sind. Dann findet man dich oder würde man dich schon finden. Ja. Dann gab es da oben noch Fragen. Ah, hier unten auch. Okay, sorry. Ja, vielen lieben Dank. 25.000 SchauspielerInnen. Ich arbeite natürlich auch mit der Datenbank. Jetzt frage ich mich, was ist ein gutes Bild als Türöffner? Da denke ich wirklich aktiv drüber nach. Ich stelle mir vor, die CasterInnen switchen durch. Was hält auf? Was hält den Blick? Das interessiert mich als Schauspielerin sehr. Und haben Sie einen Verbesserungsvorschlag? Was fehlt auf den Datenbanken? Was sollen wir anders machen? Also erstmal, also ein Foto ist sehr subjektiv und ich glaube, dass, also je nachdem, wen Sie jetzt fragen, wird der oder die möglicherweise, wenn man sich jetzt die Fotos angucken würde, ein anderes favorisieren. Grundsätzlich würde ich sagen, also interessieren mich Fotos, die mich berühren, die mich ansprechen, wo ich das Gefühl habe, da ist eine sogenannte Grundausstrahlung. Das interessiert mich. Also Sinn macht, dass man keine Sonnenbrille auf hat und einen großen Schlapphut, dass ich nichts sehe. So. Und als erstes Foto macht sicherlich immer ein Porträtfoto Sinn. Was war das zweite nochmal? Was Sie sich wünschen, was hier in den Datenbanken anders, was soll da noch rein? Also ich höre natürlich Showreel, aber gibt es was, wo Sie denken, boah, das nervt, das hätte ich gerne, dass das da drin ist? Ja, Aktualität, von vorn bis hinten, das ist leider bei weitem nicht immer gegeben, dass die Angaben aktuell sind und davon sind wir wirklich abhängig. Wenn das nicht stimmt, dann macht das einfach keinen Sinn. Es kostet mich Zeit, es kostet die anderen Zeit. Das ist wirklich das A und O, bei den wichtigen Datenbanken aktuelles Material zu haben. Ja, da oben, also ja, wir arbeiten uns durch. Hallo. Ja. Mich würde interessieren, Frau Ritter, wie bitte? Wie ich? Melanie Adler, wir haben uns schon gesehen, ja. Inwiefern es wichtig ist, dass Sie uns mal in echt sehen? Also haben Sie schon bei einem guten Eintrag in der Datenbank ein gutes Gefühl für die Person oder inwiefern ist es auch hilfreich, wirklich mal Hallo zu sagen oder sich vorzustellen oder so? Können Sie dazu was sagen? Dazu kann ich was sagen. Also ich mache durchaus persönliche Termine, ich finde das auch gut. Das geht nicht immer. Aber eigentlich sage ich nie so. Das Handhaben, das muss man aber dazu sagen, meine KollegInnen unterschiedlich. Also es gibt einige, die machen das nicht mehr oder nur projektbezogen. Ich mache das schon ganz gern, aber wie gesagt, das also kommt auf die Person an. Aber grundsätzlich ja, gern. Das heißt, du bist auch auf Festivals ansprechbar oder ja? Auch hier, heute? Hier, ja, ich bin ja hier.
Ja, und auf Festivals auch, klar. Also ich glaube, da muss man immer so ein bisschen gucken, wie gerade die Situation ist. Also ob man da jemanden ansprechen kann oder nicht. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das nicht wollte, dann würde ich auch nicht zu Festivals gehen. Also dann würde ich zu Hause bleiben. Ne? Dann Lars, du bist der, du entscheidest. Hallo, ich bin Ricardo. Danke für die Zeit und für die ganzen Infos. Und ich habe zwei Fragen. Eine ist das leidige Thema der About Me Videos. genau, sie lacht schon, also. Und das, sind die gut? Und die, ja, weil man macht immer wieder neue, man, keine Ahnung. Und es gibt welche, die sagen halt nur speziell Alter, Herkunft, Sprachen, whatever. Und andere sagen halt nur von irgendetwas reden, was einem gefällt als Schauspieler oder was man irgendwie gerne in der Freizeit macht oder was auch immer. Also ich glaube, auch da sind die persönlichen Vorstellungen unterschiedlich der Kolleginnen. Also ich mag About Me's, ich brauche aber dann nicht, ich bin 33 Jahre und kann Französisch und habe blonde Haare, sondern mich interessiert, also das kann ich nachlesen, ne? Das kann ich in der Vita nachlesen, sondern mich interessiert dann eher so, was interessiert mich, wo möchte ich hin, warum bin ich überhaupt Schauspieler, Schauspielerin geworden, welche Filme möchte ich machen, was ist mein Lieblingsfilm, sowas in der Art. Also da geht es für mich eher darum, dich ein bisschen oder sie ein bisschen persönlich kennenzulernen sozusagen. Ja, weitere Frage? Ja, hallo, guten Abend. Meine Frage bezieht sich auf ja, die Möglichkeit als Schauspielerin Kontakt zu ihnen aufzunehmen. Also die Agenturen machen das ja vielleicht, wenn man irgendwie neues Material hat, das dann auch rumzuschicken. Ich frage mich aber auch immer, wie viel Initiative da von seitens der Schauspielerin halt gut ist. Was ist für sie ein Grund, sie zu kontaktieren? Und was wäre so ein Rhythmus, der angenehm ist? Ist das auch ganz individuell oder... Ja. Also erstens ist es auch ganz individuell und von den meisten oder von vielen Schauspielagenturen gibt es ja Newsletter, einmal im Monat oder alle zwei Monate, wo dann immer kurz vermittelt wird, wer gerade was gemacht hat. Und mir mailen kann man natürlich, wenn es irgendwo einen Ausstrahlungstermin gibt, wenn sie in irgendeinem Theaterstück mitspielen, was ihnen sehr, sehr wichtig ist oder so. Ich muss dazu sagen, ich kriege hunderte von Mails am Tag. Ich lese die alle, da können sich alle sicher sein, aber ich kann die nicht alle beantworten. Das ist unmöglich. Da mache ich einfach nichts anderes mehr. Aber es können sich alle sicher sein, dass ich diese Mails wirklich lese. Und Rhythmus, das ist auch individuell von Kolleginnen sehr, sehr unterschiedlich. Also sicherlich nicht jede Woche, aber so ein paar Mal im Jahr ist vollkommen okay. Und wie gesagt, wenn es was zu berichten gibt, was so substanziell ist. War eine Frage zu dem seltenen Fall von agenturlosen SchauspielerInnen. Gereicht das irgendwie zum Nachteil, das machen muss? Also, oder ist das überhaupt Thema dann im Prozess? Nein. Das ist kein Thema, weil wir, wie ich vorhin ja schon mal gesagt habe, hauptsächlich in Datenbanken suchen und da ist es eigentlich egal. Also wichtig ist, A und O, habe ich auch schon erwähnt, dass das Material aktuell ist, dass es gute Fotos sind, dass die Angaben alle stimmen zu Sprachkenntnissen, Wohnorten etc. Das ist das Allerwichtigste. Und ob da jetzt eine Agentur dahinter steht oder nicht, das ist für mich jetzt erstmal in Auswahl egal. Also ich würde jetzt nicht jemanden nicht einladen oder ansprechen, weil er keine Agentur hat. Also auf gar keinen Fall. Das würde ich auf jeden Fall tun. Also ihn oder sie oder die Person ansprechen. Ja. Gut, ich frag mich jetzt, also einerseits ist die Susanne ja gleich, wie du gesagt hast, noch ansprechbar. Das hast du jetzt nun mal gesagt, ne? Also das, Und die hat mit was anderem zu tun. Ich habe mich irgendwie gefragt, ob das so harmonisch abläuft, wie sie das eben beschrieben haben, wenn es ums Casting geht, mit den Regisseuren und mit den Produzenten. Oder gibt es da auch mal Knatsch und sind sie vielleicht manchmal beleidigt, wenn die dann doch die nicht nehmen, die sie vorschlagen? Ob ich beleidigt bin, wenn sie meinen Vorschlägen nicht folgen? Klar. Nee, natürlich nicht. Das ist einfach ein enges Gespräch mit der Regie und auch mit der Produktionsfirma. Und da ist es eigentlich wirklich, also zumindest bei den Projekten, die ich bisher gemacht habe, in der Regel ein konstruktives Gespräch, was dann zu einer Besetzung führt. Ich würde sagen, wir gucken uns mal jetzt diesen letzten Trailer an.